Mein Name ist Bülent Bayraktar und ich bin der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg. Meine Eltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland. Mein Vater wirkte ab 1971 bei der Begrünung des Olympiaparks mit. Danach führte ihm der Weg nach Nürnberg. Ich kam mit meinem älteren Bruder und Mutter infolge der Familienzusammenführung im April 1974 nach Nürnberg und bin seither gerne ein Nürnberger. Diesen Begriff Gastarbeiter halte ich für sehr unglücklich gewählt, weil Gäste lässt man zumindest in der türkischen Kultur nicht arbeiten. Nach dem Studium der Marketingkommunikation bin ich mittlerweile Chef einer Agentur für Kommunikation, verheiratet und stolzer Vater einer 12-jährigen Tochter. Die Geschichte der Arbeitsmigration ist, wie jüngst unser Bundespräsident Steinmeier betont hat, ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte. In den 60 Jahren haben wir gemeinsam viel erreicht. Dennoch müssen wir uns immer noch jeden Tag für Chancengleichheit und Teilhabe einsetzen, damit wir unseren Platz in der Mitte der Gesellschaft einnehmen können. Migration bereichert mit Sicherheit auch Bayern.